Noch so ein Schini. Danke, danke. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin gerade selbst jetzt noch beim Essen. Kann ich absolut verstehen. Beim Stream kriegt man so schnell unglaublich Hunger. Das ist so abartig. Deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, noch eben was zu essen. Ganz große Überraschung. Noch so ein Adens. Es gibt doch nur einen. Es kann nur einen geben. Ich spiele Final Fantasy. Surprise, surprise, ne? Oder wie hieß es immer so schön? Surprise, Motherfucker. Genau. Wir fangen das hier komplett neu an. Das Problem ist, bei den Konsolen sind halt die Spielstände an die Accounts gebunden. Und da ist halt aus technischen Problemen leider nicht das Problem, nicht die Möglichkeit besteht, zu streamen, also den alten Spielstand zu streamen. Spiele ich es halt nochmal. Und vor allem, ich sagte ja schon bereits, das Spiel hat einen hohen Wiederspielwert und dass ich halt so schnell wieder das Spiel spiele. Hätte ich niemals gedacht. Nee, kann ich verstehen, Chris. Also wenn du da nicht zugucken magst, ist okay. Ansonsten, lass doch einfach den Sound laufen und schreib einfach im Chat. Ist doch auch eine Möglichkeit. Danke. Wegen guten Appetit. Das heißt also, ich fange jetzt heute komplett frisch, also mit einem frischen Spielstand an. Natürlich bin ich vorbereitet, was das Spiel betrifft. Es gibt also Sachen, die kenne ich schon. Auf meinem Spielstand gibt es aber auch Sachen, die habe ich wohl noch nicht. Ich habe eine große Hoffnung, dass das eine Spielreihe wird. Dass wir also alles, was ich jetzt hier streame, auch uppen werden. Und dass es mit Skyrim erstmal wartet. Ja. Skyrim soll tatsächlich das Story-Game gewesen sein, aber ich habe mich so gefragt, komm. Und weil halt Neo unglaublich heiß auf die Arena ist, werde ich das hier nochmal streamen. Wieso eigentlich nicht? Und Skyrim kommt dann hinterher, spiele ich mit Mods. Ich habe mir auch schon ein paar ausgeguckt. Vielleicht kennt ihr ja dann auch zum gegebenen Zeitpunkt Mods, die ich halt auch auf der Konsole aktivieren kann. Das ist halt immer so ein Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, genau, Social Eating. Ja, ohne Witz, ne? Sonst komme ich nachher nicht zum Essen. Fange ich an mit Final Fantasy. Ich muss nur noch bei mir den Backofen ausmachen. Und dann geht's los. Weil ich mich tatsächlich doch ganz, ganz schnell beeilt habe. Ja. Mein Handy. Muss gucken, ob der Host noch aktiv ist. Damit auch, wie Chris immer sagt, die Dekadenten Bescheid wissen. Ich weiß nicht, wie er auf Dekadenten kommt, aber ich meine, passt vom Wortlaut. Aber dekadent bin ich nicht, nee. Wer bei Festivals auch Ravioli kalt aus der Dose isst, der ist nicht dekadent. Ist einfach so. Ich bin dann so der richtige Survival-Bart. Ja. Tribes, grüß dich, mein Lieber. Schau jetzt Poppys Videos, um mich selbst abzufacken. Ruft mich, wenn's zu spät ist. Danke. Wie Clowns Parade. Da geht hier einfach alle. Ja. Ist ja nicht wahr. Wollt ihr euch alle nicht spoilern lassen. Ich meine, ich kann es verstehen, das ist ein unglaublich gutes Game. Für die, die das Spiel noch nicht kennen, kurze Empfehlung im Vorfeld, wenn ihr es spielen wollt, schaut euch vorher noch den Film an, Kingsglaive, Final Fantasy 15. Dann kriegt ihr sogar noch ein bisschen mehr Story mit. Ich meine, man verpasst so auch nichts. Aber man hat da noch zusätzlich noch ein bisschen was. So. Spoiler dazu. Toll, ne? Wo ich sagen muss, ich habe einen Teil der Story wieder vergessen. Das ist ganz schlimm, wenn man viel und unterschiedlich spielt. Kapau! Naja, Spoiler und so. Hm. Gut, auf geht's, neues Spiel.
Auf leicht sind die Kämpfe einfacher und du erhältst gelegentlich Hilfe der Schwierigkeitsgrad. Aber machen wir mal wieder leicht. Möchtest du das Tutorium spielen, bevor du dich ins Abenteuer stürzt? Im Tutorium kannst du dich über die Welt informieren und die Grundlagen des Kämpfens lernen. Ich meine, ich weiß, wie man kämpft. Wenn es jemand von euch sehen will, wie das im Tutorial funktioniert, schreibt's rein, ansonsten machen wir ohne. Oder sagt es. Also mir ist es gleich. Okay. Ich glaube, das Publikum will nicht. Also kein Tutorial oder nicht schreiben. Dürft ihr aber gerne, ne? Ist gestattet. Und ja, ich glaube, spoilern kann man mir persönlich nichts mehr. Weil ich da bestens jetzt unterwegs bin. Also nein, ich will nicht das Tutorium spielen. Die Idee ist Quatsch. Und jetzt. Genau, und bei den richtigen Passagen halte ich immer grundsätzlich den Mund. Final Fantasy XV, und so ward das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Verstehst Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Fall. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh. Mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben.
Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Ich will mal mega Gänsehaut. Kapitel 1, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucis Calleum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel? Der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Hoho. Fall gelöst, hey Sherlock. Hey, Clown Spirit hat gewonnen. Nice. Oha. Was denn? Tribes? Läuft bei ihm. Achso, alter Heiratstyp oder meinst du Clown Spirit? Alter Gamble-König. Heiratstyp? Ja. Alter Heiratstyp. Ist ja so, ne? Was mag der sein? 17? 19? Und wird er schon verheiratet? Klaus verhält auch ein bisschen. Oh, bandelt sich da was an? Brofist und so, ne? Ich habe die Coins ja auch nicht mehr nötig. Du, Clowns Parade, ganz ehrlich, bewahr dir die Coins auf. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein paar Giveaways am Start, wo ihr Tickets für kaufen könnt für die Coins. Deswegen, ich würde die nicht komplett verschwenden. Ah, jetzt kommt das Smiley erst. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Ach, mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja, ja. Und los! Du warst der Boss, oder? Wie der Boss? Ach ja, die Musik. Hört mal ganz genau hin. Easter Egg. Falls sie nicht ausgeblendet wird im Stream. Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis.
Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Die Welt ist groß. Und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Sind die komplett weg? Ja. Ihr habt die Möglichkeit, euch auch noch weitere Charaktere zuzukaufen. Wenn sich sonst keiner meldet, wer zuerst kommt, mal zuerst. Habt ihr die Musik erkannt? Habt ihr sie überhaupt mitgekriegt? Heutzutage wird es auch mal gern ausgeblendet. Hammerhead, Ortschaft. Hey, da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Die hast du nicht gehört, schade. Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Und ja, ich wäre ein gefährlicher Typ. Also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Dude. So. Jetzt können wir uns das erste Mal frei bewegen. Nochmal herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in Hammerhead, der wunderschönen Tankstelle von Sid und Sydney. Jungs, seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Oh mein Gott! Eine Karte des Kontinents! Navikarte. In deiner Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Besteck-Restaurant-Symbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. So, ich werde ja aber jetzt Folgendes machen, bevor ihr euch gewundert habt, hey, wo läuft der denn hin? Es kann sein, dass die Sachen mal hier rumliegen, ne? Loot. Und deswegen suche ich erstmal die Umgebung ab. Da, zum Beispiel. So ein blauer Punkt ist schon mal Loot. Oh, Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gil? Was ist das denn? Gil, was ist das denn? Oh, kenne noch nicht mal Geld. Ich habe gerade nur eine verrostete Münze gefunden. Das heißt es, warum verrostete Münze? Was kann die Gutes? Das erfahren wir im Laufe des Spiels. Da will ich nicht so viel verraten.
wirst kein böser Clan. Nein, du wirst kein Joker. Metallsplitter. Haben wir hier sonst noch was? Da ist nichts. Was einkaufen? Jetzt wird gekocht und gleich bin ich wieder. Ich will das auch hoffen, du! Gerade wenn es um Final Fantasy geht. Hero ist ja voll überzeugt von dem Game. Bin ich natürlich auch. Und ich habe die Ehre, das hier auf dem Rage Cup streamen zu dürfen. Diabolischer Blick. Oder wie ich mal meinte, ne, zum Neo. Du Sau! Einfach voll in die Kamera reinglotzt. Die Ehre zu dürfen. Doof, doof. Ja, ich darf. Ich habe die Ehre. Die Ehre zu dürfen. Jetzt darfst du überlegen, was zu dürfen. Denn im Grunde genommen hast du das Spiel ja auch. Ach, du hast es, glaube ich, vollkommen missverstanden, wie ich das meinte. Die Ehre zu dürfen, das Spiel streamen zu dürfen. Da du es ja selber auch hast. Aber vielen, vielen Dank. Alan for the win. Freut mich, dass ich Anklang bei euch finde, ihr Lieben. Ach, du zockst gleich parallel. Ja, nicht, dass ich dich da wieder spoiler. So, ich werde übrigens eine Sache mitnehmen, über die Neo vor einer Woche war das? Eine Woche auf zwei, ich habe gar kein Zeitgefühl, mal gesprochen hat, bezüglich diverser Bossfights. Ich werde, denke ich, auch alle Bossfights hier mitnehmen. Also ich glaube, ich werde maybe das Spiel auf 100% spielen. Maybe. Oh, Stealth, grüß dich! Hey, habe ich dich heute... Ja, heute habe ich dich noch nicht gelesen. Gut, ich habe zwischenzeitlich vorhin noch ein bisschen Hayabubo gemacht. Mittagsschlaf und so. Nach der Arbeit. Aber Neo ist richtig heiß. Tja. Der Weihnachtsmann darf halt nicht heiß sein, ne? Ist so. Na dann mal weiter. Ach, du bist Ignis, die ganze Zeit... Weiter geht's. Einen Moment. Bist du eher so stillschweigend unterwegs? Ihr dürft gern schreiben. Für uns ist das auch eine Art Auszeichnung, wenn wir hier ein bisschen Leben im Chat haben. Solange wir das dann auch wahrnehmen können. Aber bei Final Fantasy halte ich mich da ein bisschen zurück. Solltet ihr wissen. Weil ich mich da ein bisschen auf das Spiel konzentrieren will. Ah, Stealth und so. Ich verstehe. Ich sehe dich nicht. Ich höre dich nicht. Wer schreibt da eigentlich gerade? So, genau. Quatschen wir mal kurz mit der Sydney. Ohne Witz. Könnt ihr Neo fragen. Direkt reingefallen. Mit den Augen reingefallen und so. Ist das so? Was ist so? Gut Ding will nun mal Weile haben. Ah, okay. Da ist also nichts Neues. Dann machen wir Folgendes. Wie sieht's eigentlich mit Kohlen aus? So, wir haben da nicht mal Geld. Da fängt ja schon mal gut an. Ich hab die angesprochen, Neo, du kriegst aber auch gar nichts mit. Sein Aussehen hat sie zum Glück nicht gemacht. Du hast mal wieder ganz woanders hingeschaut, ne? Sie hätte was Wichtiges zu sagen, ja. Das hat ihre offene Jacke versucht uns mitzuteilen. Willkommen. So, warum gehe ich hier zum Restaurant? Kleine Erklärung. Und zwar, es gibt hier drei Optionen. Einmal Ortsinfos, einmal Speisekarte, einmal Jagd. Ich werde jetzt erstmal die Ortsinfos anklicken. Weil nämlich jetzt die Sachen auf der Karte eingezeichnet, wenn die im unmittelbaren Umfeld sind. In dem Fall Refugien. Dazu gibt es nachher mehr. Parkplätze wurden eingezeichnet. Auch nicht ganz unwichtig.
Ortschaften wurden eingezeichnet. Ist auch nicht ganz unwichtig. Aber Sammelstellen, die sind wichtig. Gerade die Kisten dort, die auf der Karte sind, kann man abfarmen. Genauso wie diese Federn. Das sind Ressourcen, sagen wir es mal so. Und die spawnen auch wieder nach. Auch die Fundstellen. Das ist also nicht einmal irgendwie dahin gegangen, mitgenommen. Nein, irgendwann kommt da auch wieder was Neues. Speisekarte. Was darf's denn heute sein? Ganz fies jetzt für Neo, weil er, glaube ich, noch gar nichts gegessen hat, sondern gleich da reingeht. Es gibt halt die Möglichkeit, Buff-Food zu sich zu nehmen. Das seht ihr jetzt hier dran. Chili con Carne. Angriffskraft Boost Stufe 2 gibt Angriffskraft plus 20 und Lebenspunkte Boost Stufe 1, Lebenspunkte Maximum plus 50. Dann gibt es Jambalaya. Kommt mir wie bekannt vor, ne? Genau. Angriffskraft Boost Stufe 15. Angriffskraft plus 150, LP Boost Stufe 4, ne, LP Maximum plus 200 und LP Regenerationsboost Stufe 1, Lebenspunkte Regeneration plus 25%. Folgendes, ich habe gerade keine Kohle am Start, also kann ich da nichts essen. Was ganz interessant ist, es gibt einen Nebeneffekt, wenn man im Restaurant isst. Mehr dazu gibt es später. Sie hat das in sich hier reingefressen, dass die Brust bald platzt. Ah, ich verstehe. Du wirst ein Frauenversteher werden. Haha, du bist ein Brustpanzer. Achso, Brustplatzer, die soll es geben. Wer muss Frauen verstehen? Ich weiß es nicht. Und dann der dritte und sehr, sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Jagdaufträge. Informanten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot. Um die Gegend von gefährlichen Tieren und Siechern zu befreien, musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder beim Informanten, um deine Belohnung abzuholen. Jagdringe. Um deinen Jagdrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln, die die Medaccio-Jägerzentrale für das Abschließen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagdrang, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus. Geht ihr für uns auf die Jagd? Ist so ähnlich so Ghostbusters-mäßig, aber machen wir hier mal ein paar Jagdaufträge. Fangen wir direkt mal mit Stufe 2 an. Tao Ti, 7 Stück müssen wir erledigen. Lebensraum die Webersteppe. Bedingungen gibt es keine. Man bekommt eine Jagdmarke, Kopfgeld von 740 Gil. Davon kann man auch nachher lecker Buff-Food holen oder was anderes. Und ein Super-Elixier. Also nehmen wir das mit. Was halt der Nachteil an der ganzen Chose ist, man kann halt immer nur einen Jagdauftrag gleichzeitig mit sich führen. Das finde ich halt schade. Ich hätte es bei dem Spiel, glaube ich, ein bisschen anders gelöst. Und zwar hätte ich das so gehabt, dass ich alles, was ich mitnehmen kann, alles abschließen kann und dann gesammelt abgebe. Ist leider nicht der Fall, müssen wir so machen. Ich fände aber, es ist kein Grund zur Traurigkeit. Mutig, mutig. Machen wir so, wie es ist. Und bereitet gut ist. Euch gut vor. Er versteht sie nur zu gut, das ist das Problem. Warte mal kurz. Oh. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Ah. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Der mittellose Prinz. Ah, hat sich direkt von alleine geöffnet. Der mittellose Prinz. Nachdem sie alle ihr Geld in die Reparatur des Regalias gesteckt haben, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerhalb von Insomnia genannt wird. Deswegen wussten sie es nicht. Man kriegt 100 Erfahrungspunkte dafür. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Okay, dann gehen wir direkt nochmal zu Sydney, weil, ne? Leo wollte das so. Nee. Die Quest will so. Also, sprechen wir mit Madame. Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? So, Gladio vorschicken, den Preis runterhandeln, Geld leihen. Den Preis runterhandeln. Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater.
hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? So, 10 FP erhalten. So, was sind FP? Kann ich auch direkt gleich mal erklären. Oh, wird sogar schon erklärt. Fertigkeitspunkte. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitspunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. So, Fertigkeiten. Fertigkeiten. Im Menü kannst du unter Fertigkeiten die Fertigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitenpunkte. FP genannt. FP kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenaufstieg, durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden. So, also, läuft nach einem ganz normalen Skillbaum-Prinzip, welches aber halt von Fertigkeitenpunkten lebt. Soweit ich es mal gehört habe, weiß ich mit meinem Spielstand nach wie vor nicht, dass man alles skillen kann, was man mag, und es, glaube ich, keine richtige Skillung gibt. Ich versuche aber von meinem Gefühl her diesmal zumindest eine richtige Anfangsskillung zu finden, weil man dann doch FP bekommt. So, wir haben 10. So, die Kosten seht ihr quasi, ne? Herr der Heringe. FP 20, also fehlen mir 10. Kann ich also damit noch nichts anfangen. Zumindest in dem Skillbaum nicht. Was haben wir hier? Wartemodus. Da auch noch nix. Da auch noch nix. Da auch noch nix. Was haben wir hier? Also, ich kaufe alles gerade noch ein wenig zu teuer. Aber ich gebe nicht auf. Ah, da zum Beispiel was. Geborgenheit. Erhöht die LP und MP Regeneration in Deckung. Das wäre zum Beispiel was, aber das will ich noch nicht auswählen. Vielleicht gibt es ja noch was anderes. Dämmerbrecher. Für Gladio. Sammeln. Könnte ich auch machen, aber... nehmen wir vielleicht nachher mit. Kampf. Oh, das ist natürlich gut. Das betrifft aber jetzt zum Beispiel nur Noctis. Kampf. Fertigkeiten, die Noctis-Kampfaktion verbessern und ihm so neue Möglichkeiten geben, Feinde zu besiegen. Machen wir Serienmeister. Push mal ein bisschen Noctis. Was soll's. Dann soll das restliche Team drunter leiden. So. Genau. Schauen wir nachher einfach mal. Ach ja. Ausrüstung. Kann ich nämlich auch noch was gucken, weil da ich mir ja die Premium-Version geholt habe, habe ich auch ein paar Items bekommen. Oder wie ich gerne sage, Items. Ausrüstung. Im Menü kannst du unter Ausrüstung Waffen, Accessoires, Kleidung und Kommandos der Gefährten wechseln. Nox kann maximal 4 Waffen anlegen, einschließlich Zauber. Seine Gefährten nur 2. Eine Legende zu allen Symbolen kannst du im Menü mit Y aufrufen. Also, gehen wir mal zu Noctis. Hat also seinen Behänder, seinen Jagdspeer und eine Motorklinge. Aber ich meine mich zu erinnern, genau, Masamune. Ist nämlich zum Beispiel eine Waffe aus der Premium-Variante. Ist für den Anfang ganz gut, aber es gibt nachher mit steigender Level viel bessere Waffen. Ist ein netter Bonus, netter Gimmick, aber nur für den Anfang ganz interessant. So, haben wir sonst noch irgendwas? Moment. Accessoires. Ach ja, wir haben ein paar Accessoires. Schützt alle Gruppenmitglieder vor selbstverursachten magischen Schaden. Runenring. Das ist natürlich ganz interessant. Man kann sich nämlich mit Magieschaden selber einen reinhauen. Ist natürlich besser, dass man dann nachher keinen kassiert. Kommandobooster. Kann nur von Noctis angelegt werden. Beschleunigt das Aufladen des Kommandobalkens, verlangsamt aber gleichzeitig das Aufladen des Limitbalkens. Gut. Da wir am Anfang, glaube ich, noch gar keinen Limitbalken haben, können wir den Kommandobooster schon mal reinsetzen. Somit kann man öfters Kommandos mit den Boys ausführen. Das ist ganz interessant.
Accessoires. Triumph der Schnelligkeit. Ein FP-Bonus, wenn die Zeit in Kampfbilanz außerhalb des Trainings mit S bewertet wird. Ja, machen wir hier. Geben wir dem die Schnelligkeit. Kriegen wir dann doch ein bisschen mehr FP rein. Ist natürlich nicht schlecht. Erhöht die Fundrate für Gegenstände nach dem Sieg über Gegner. Und das war mein Tablet. Falls man es gehört hat. So, dann geben wir den Schlüssel zum Glück und dann kriegst du den letzten Gegenstand. Weil Runenring ist jetzt, ne, wie gesagt, nicht wichtig. Wir haben gerade keine Magie am Start. Deswegen muss ich das auch nicht tragen. Was auch ganz gut ist, es gibt Kleidungsstücke. Ne? Also hier in Accessoires haben wir jetzt gerade gesehen. Es gibt Kleidung. Dient nicht nur der Optik, sondern hat tatsächlich auch einen interessanten Nebeneffekt, je nachdem, wie man seinen Charakter nachher spielen mag. Wir haben jetzt gerade die königliche Kampfuniform an. Die Kampfuniform des Prinzen von Luzis erhöht die LP. Gut, das ist natürlich ganz interessant. Wenn man den zum Beispiel auf Tank spielen will, also mit viel Leben und ne, viel Widerstand etc., ist das natürlich ganz gut. Dann haben wir einmal ohne Jacke, kann man mal anklicken. So. Eine leichtere Variante der Kampfuniform des Prinzen von Luzis. Erhöht alle offensiven Statuswerte. Also mehr Schaden ins Gesicht. Wären aber bisher nur drei. Ausschlaggebend ist es gerade in der Magie. Dafür macht man aber Abstriche im Leben. Dann haben wir noch die Freizeitkleidung. Bequeme Kleidung aus robustem Material, Schutz vor Angriffen und elementaren Zustandsveränderungen. Finde ich meines Erachtens ja nicht so hübsch. Was ist los, Mina? Was ist los? Also die Freizeitkleidung finde ich jetzt ein bisschen hässlich. Bequeme Kleidung ohne Jacke. Die Bewegungsfreiheit erhöht die Chance auf kritische Treffer. Das ist natürlich nachher interessant, aber wie gesagt, ich hätte es lieber anders gehabt mit anderen Klamotten. Das wirkt irgendwie, weiß ich nicht. Alles gut, okay. Ja, ich dachte, ich frage mal nach. Und das gibt's bei allen. Also hier, ne, zum Beispiel Gladio, ne? Kampfuniform der Königsgarde, dann gibt es das einmal ohne Jacke. Dann gibt es dann die Freizeitkleidung. Freizeitkleidung bei dem sieht dann wiederum besser aus. Haben aber letzten Endes die gleichen Effekte. Ne? Ist halt, also muss ich die Effekte jetzt nicht nochmal vorlesen. Nur die Optik ist ein bisschen anders. So, da ich Inchen hier gerne als Tank spiele, lasse ich dem die Kleidung an. Ignis, unser Nerd der Gruppe, hätte ich fast gesagt. Haben wir einfach einmal ohne Jacke. Freizeitkleidung bei dem. Ist gar nicht mal so schlecht. Und einmal die leichte Variante. Wie machen wir das? Machen wir auf Crit. Der darf mal critten. Ja, darf der mal. So, dann haben wir die Diva unserer Gruppe. Prompto. Die Erklärung kommt nachher, oder vielleicht hat man es schon ein bisschen mitbekommen. Ist ein bisschen punky, der Typ. Papiti Ramen. Grüß dich. Was? Robin Schabatsky Trinkspiel. Was machen wir? Und elementaren Zustandsveränderung. Machen wir das so. Weil der kriegt doch immer voll einen auf die Nase. So. Ach ja, genau. Und Noctis wollte ich offensiven Statuswerte. So. Haben wir alles? Haben wir alles. Gut. Würde ich mal sagen. Seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Oh, ein K-Gil bekommen und einen Bronzereif. Nice. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal gefährliche Tiere erledigen. Obwohl... Vielleicht können wir schon mal Waffen kaufen. Die richtige Lösung. Gil, um einzukaufen oder die Übernachtung in Unterkünften zu bezahlen, brauchst du Gil. Du kommst an die Währung, indem du Jagdaufträge abschließt, die von den Informanten vergeben werden oder gefundene Gegenstände verkaufst.
Breitschwert. Also Breitschwert kann nur Noctis tragen. Ist auch definitiv gerade besser als die Motorklinge. Aber die Motorklinge lasse ich noch ausgerüstet. Sid kann echt froh sein, dass er sie hat. Stimmt, hat er eigentlich gar nicht verdient. Wir können ja schon mal die Kriegsklinge zweimal mitnehmen. Ne, einmal reicht. Aber die einmal mit. Wir sind im Geschäft. Weil Noctis hat ja Masamune noch am Start. Und das kann ich ja dann nachher dann auch Gladio geben. Weil der kann die Waffe auch tragen. Der Rächer. Rächer ist da natürlich auch nicht verkehrt gerade. Können wir aber zweimal mitnehmen. Bei Noctis, der ist der coole, der kann halt alles Mögliche tragen. Der kann jede Waffe, sogar Handfeuerwaffen kann er mitnehmen. So, wen haben wir denn da? Kokitos, diese Schusswaffe ist von der Macht des Eises erfüllt. Und somit besonders effektiv im Kampf gegen kälteempfindliche Gegner. Ach ja, auch ein wichtiges Thema. Schwächen und Resistenzen von Gegner. Gibt es da natürlich auch. So, nimm mal mit, weil Schusswaffen spiele ich nicht mit dem Noctis so gern, weiß ich nicht. Man sieht sich. Ich finde diese mit dem nicht so effektiv oder vielleicht spiele ich die auch falsch mit dem. Man weiß es nicht. Ausrüstung. So. Wie war das? Gladio? Die Händler kriegt er die Kriegsklinge. Deutsche. Einmal kriegt er den Rächer. Und du kriegst die Waffe. Und dann kriegst du jetzt auch nochmal die Rächerwaffen mit. Dann können wir los. Ich denke mal, Tränke brauchen wir am Anfang nicht. Das ist nicht so wichtig. Zeit zu gehen. So, los geht's. Auf geht's. So, gehen wir mal runter. Drei gefährliche Tiere erlegen. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. So, ich hatte am Anfang, bevor ich den Stream gestartet habe, den Kampfmodus verändert. Man kann, das würde ich mal sagen, den Kampfmodus verändern. Ich habe auch Wartemodus, weil da kann man den Gegner analysieren. Nach Stärken und Schwächen. Ist ein Tipp, keine Cheaterei, ist nur ein Tipp. Wenn man das Tutorial gespielt hätte, dann hätte man das auch als Vorschlag bekommen. Kämpfe, Vorsicht, du hast die Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt dich vor einem Angriff. Könnt ihr mal eine Karaoke-Party machen? Das wäre cool, ne? Geht aber leider nicht. Kann ich schon mal sagen, geht leider nicht. So, ein Alakran, Stufe 1. Den scanne ich jetzt mal. Das seht ihr natürlich jetzt nicht, weil meine Fratze genau oben links ist. Hätte ich mal lieber woanders hingetan, aber würde ich irgendeine Statuswerte verdecken. Ich kann leider das nicht genau mittig justieren, aber ich kann euch das vorlesen. Also da steht, Stufe 1 Alakran, Lebenspunkte 800 von 800. Schwächen werden grundsätzlich in Orange angezeigt. Da ist zum Beispiel eine Einhandwaffe und eine Zweihandwaffe. Oder wie man hier sieht, ein Blitzzauber und Resistenz bzw. ja... Härte gegen Frost und Licht. Und alles andere macht normalen Schaden. Heißt also für mich, wenn ich mit dem Noctis spiele, habe ich die Möglichkeit, jetzt mit einer Einhandwaffe gegen den ordentlich was zu reißen oder mit einer Zweihandwaffe. Dann nehme ich aber die Zweihandwaffe, weil ich die cooler finde. Nachteil der ganzen Chose, die Waffe ist langsam. Beziehungsweise bewegt sich langsamer. So, das haben wir. Aber was ich immer ganz gerne mache, ist den Punkt Warp. Weil das macht dann nämlich verhältnismäßig noch mehr Schaden, wenn ich jetzt rein smashe. Offensive. Halte B gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Waffe wechseln. Kann man mit dem Steuerkreuz. Okay. Bams. Ruh. Man hat halt die Fähigkeit der Luzis zu warpen. Deswegen warp ich von A nach B. Gut. Auf zur nächsten Koordinate. So. Ach so. Ich dachte, ich muss jetzt drei Tiere töten. Nein, ich musste drei Koordinaten rennen. Also machen wir das auch.
Ich weiß nicht, wer kennt denn von euch überhaupt etwas von Final Fantasy? Kennt jemand noch die alten Teile? So mit dem taktischen Prinzip, das hier ist ja eher action-orientiert. Ich mag ja die komplette Saga, sagen wir es mal so. Was das Gute bei dem ist, bei der Final Fantasy Reihe, man muss halt kein anderes zuvor gespielt haben, um das Spiel zu verstehen, weil es alles abgeschlossene Geschichten in unterschiedlichen Zeiten sind oder unterschiedlichen Universen. Ich kenne Final Fantasy auch die alten Teile gerne gespielt. Ich habe tatsächlich nicht alle gespielt, meine Favoriten persönlich waren Final Fantasy 7, 8, 10, 10, 2 habe ich ein bisschen gespielt. Ja. Und 1 und 2 habe ich mal gespielt. Naja, ich kenne zwar Final Fantasy, aber noch nie gespielt. Echt nicht? Und was hältst du bisher davon? Defensive, weiche gegnerischen Angriff mit X aus. Halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen oder zum Blocken. Verteidigen, gedrückt halten, Ausweichrolle, einmal X drücken. Ach, jetzt soll ich auch mal ein paar abwehren. Das kriegen wir hin. Na, kommt. Ah, verdammt. Jetzt parieren und Paradenkombo. Bams! Ah, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, ich drücke mal LB, ein Kommando zu machen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal Gladiolus Sturm. Jetzt jumpt er rein. Smash da ordentlich rein. Wir sind fast fertig. Ist natürlich immer wichtig, in schwierigen Kämpfen auch immer wieder Kommandos zu benutzen. Jetzt fragt man Boys auch spielen. Jungs, bestimmt. Was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten! Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Ich denke schon, mit den kommenden DLCs, die kommen werden, wird es, wo ich komme mit dem letzten, so wie ich es erfahren habe, die Möglichkeit geben, die Story im Koop zu spielen mit Freunden. Das heißt also, man spielt, denke ich mal, den Hauptcharakter und die anderen spielen halt die anderen Gefährten. Manchmal kann sich da ein bisschen... ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Kann man sich besser absprechen. Bestimmt. Ist schon nicht schlecht. Das freut mich zu hören. Also ich halte viel von dem Game. Und Bams! Warp-Angriffe. Visiere einen Gegner an und wirft ein Schwert auf ihn, um dich zu ihm zu teleportieren. Und ihn gleichzeitig anzugreifen. Je weiter die Entfernung, desto höher der Schaden. Genau. Geht dann über so eine Art Multiplikator. Ja, RB, Gegner visieren und Y, Warp-Angriff. Oh, verdammt. Ich wollte den anwarpen. Boah, niedergeworfen. Bams! 3 FP halt. Okay, machen wir noch eine nächste Sache. Und zwar nehmen wir von Ignis markieren. Da würde ich mir mal so ein paar Kommandos mal mitnehmen. Also er markiert die Gegner. Und wenn ich dann rechtzeitig beim Quicktime-Event B drücke, springt Noctis noch rein und gibt ihm nochmal einen Todesstoß. Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, schon fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Okay, dann schauen wir doch mal in dieser Hütte nach. Also ich fand Lightning Returns richtig gut. Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Hast du denn 13 und 13.2 auch gespielt? Tribes, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Lasse nicht so stressig werden. Wir sehen uns die Tage nochmal. Morgen denke ich nicht. Morgen ist regulär Steffens Stream. Wer weiß, vielleicht kommt Neo nochmal spontan vorher. Wer weiß. Maybe sehen wir uns Sonntag nochmal. Mal gucken. Entweder noch mit ein bisschen Final Fantasy oder mit Rocket League oder sowas. Schauen wir mal. So, interagieren. Nachricht. Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner. Äußerst aggressiv. Sonstiges. Offener Jagdauftrag für Tauti. Au! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Jetzt los. Übernimm dich bloß nicht. Ah, vielleicht scannen wir die mal. Oh, cool, ich kann jetzt mal meine Deutsche benutzen. Na, darf ich was blocken? Zack. So bin ich halt. So, Mann. Geh in Deckung und erhol dich. MP-Stase. Ohne MP kannst du weder ausweichen noch Warp-Angriffe ausführen. Geh in Deckung oder teleportiere dich über einen Warp-Punkt, auch während einer Stase möglich, an einen hohen Ort, bevor deine MP auf 0 fallen, um MP zu regenerieren. Ich nicht, spiel erst ein halbes Jahr. Da drüben ist auch eine Hütte. Ach, du hast vorher überhaupt gar nicht gespielt, Drone. Verstehe ich das richtig? Ich habe so gut wie jedes Final Fantasy gespielt. Oh, das ist cool. Kann also nicht mitreden. Wie bist du dann auf Twitch aufmerksam geworden? Ich gehe mal davon aus, dass du dein Twitch bis dato auch noch nicht kanntest. Ich das jetzt alles so richtig verstanden habe. Oh, 16 Uhr. Nein, nie gespielt. What? Ich würde jetzt nicht sagen, man verpasst was. Also ich sag mal, das Real Life ist auch ganz nett, ne? Oh, hier, Gegners. Das will wohl überlegt sein. Zum Windrad warpen. Ja, das machen wir jetzt auch. Kann nämlich einen Hinterhalt in Angriff nehmen. Man muss nur recht nah... Ah, genau, Strategien. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP. Warp-Punkte. Blaue Markierungen zeigen dir zeigen dir Punkte, zu denen du dich warpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Warp-Punkt dorthin. Alles klar. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Warp-Angriff von hohen Punkten. Teleportiere dich über einen Warp-Punkt an hohe Orte, um die LP und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Warp-Angriff attackieren und ihnen dadurch großen Schaden zufügen. Ich finde jedes Kampfsystem nach Final Fantasy 3 doof. Wieso das denn? Ich kenne Leute, die schon lange spielen. Probier es jetzt auch mal. Ah, okay. Hat man dir quasi die Nase ein bisschen lang gemacht. Komm, knockt! Bams! Boah, mit Dolchen zu attackieren ist echt nice. Habe ich zuvor nie mit Noctis gemacht. Bams! Herausfordernd als erwartet. Die perfekte Gelegenheit. Ist dort jemand? Ja, du findest versteinerte Muschel. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Gegenbezahlung helfen, Ignis entscheiden lassen. Ignis entscheiden lassen. In Ordnung, das können wir nicht ignorieren. Sag uns alles, was du über die Bestie weißt. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Ein Magieflakon. Noct,
Dies ist eine ernste Gefahr für die Bevölkerung. Als Prinz bist du zum Handeln verpflichtet. Oh, Ignis hat 150 Erfahrungen erhalten. Nice. Hey Steffen, grüß dich. Jetzt habe ich Zeit dafür und ich bin gleich Rage Cup Fan geworden. Nicht schlecht, oder? Ja, es ist spitze. Das ist mega gut. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Genau. Gute Idee. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. So, wir gehen mal zu dem Punkt, da ist zum Beispiel elementare Energie. Feuer kann man absorbieren. Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. A gedrückt halten zum Absorbieren. Steffen, ja, tatsächlich, ging halt aus technischen Gründen sonst nicht anders, weil jeder Spielstand an jeden Xbox-Account gebunden ist. Ist leider so. Aber ich hatte doch nochmal Bock gehabt, das Spiel zu spielen. Ich sag ja, es hat, also zumindest die Final Fantasy Reihe hat einen hohen Wiederspielwert. Mir macht es ehrlich gesagt überhaupt nichts aus, das nochmal zu spielen. Überraschungsangriffe. Greife einen Feind aus dem Rücken an, um einen Überraschungsangriff zu landen. Ein Überraschungsangriff kann zu einer Kombo mit deinen Gefährten führen. Amazing. Habe ich jetzt nicht alles mitnehmen können. Oh, das ist ja dieses Doppelhorn. Nee. Ich gehe da raus. Weil. Werden wir diesem Gegner nicht beikommen, fürchte ich. The Mighty Neo joined the stream. So, wir rasten jetzt hier mal am Z-Platz. Da kommt Boys. Von hinten angreifen. Machen wir gleich. Kannst du nochmal 4 Stunden Steinchen angreifen? Ach, da werden wir auch nochmal hinzukommen. Steinchen. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten EP auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit. Die Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Ich bin für 8 Stunden Arena. Arena machen wir auch. Wir werden zelten. Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. Ich raste auch gleich mal. Aber aus! genau. Das, was ihr noch nicht wisst. Okay, schauen wir uns das erstmal an. So, folgendes. Also, man kann Erfahrung sammeln, aber Erfahrungspunkte werden erst in Level umgesetzt, wenn man rastet. Entweder im Hotel, im Wohnwagen oder hier in so einem Refugium. Zusätzlich, wenn man halt in einem Refugium zeltet, ist hier unser Superkoch, der Ignis, jemand, der Bufffood kochen kann. Der kann auch neue Gerichte erlernen. Indem man zum Beispiel in Restaurants isst, nutzt er sich dann quasi, oder verschafft er sich mit dem Gericht, was er da verzehrt,
oder schreibt er sich halt in sein Notizbuch auf. Und damit hat man dann halt ein weiteres Gericht, was man nachher kochen kann. Aber für jedes Gericht braucht man natürlich Ressourcen. So. Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. So, wir haben die Möglichkeit, flammengerösteter Toast. Braucht man eigentlich nichts. Also kann man standardmäßig immer kochen. Das ist also das Schlechteste, was man haben kann. Dampfende Reisbällchen. LP Maximum plus 50. Braucht man auch nichts, wie ich sehe. Strammer Max kennt man bestimmt, ne? Dafür brauchen wir aber tatsächlich Epionis Ei und ein GG-Schinken. Oder ein GG oder ein GJ oder ein What the fuck? und man kann einen herzhaften Gemüseeintopf kochen. Der halt nochmal 20 Angriffskraft und ein LP-Maximum von 150 gibt. Wie lange der Buff anhält, kann man nicht mal in Sekunden errechnen, aber läuft irgendwann mal aus. Kann aber über den Skillbaum nachher die Zeit verlängern, wie länger das aushält. Ein GG-Schinken, ja, GG. G-fucking-G-Schinken. Na dann, GG. ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Krasseste mit, was geht, um so viel Schaden wie möglich rauszuholen. Wir haben ja rein zufällig, ich denke mal, das ist schon standardmäßig so gewollt, schon ein paar Grundressourcen, deswegen nehme ich mal einfach das Krasseste mit. Gut, da machen wir Angriffskraft nur 30, haben aber kein Leben. Hast du kein Leben oder was? Machen wir ein bisschen mit LP-Boost. 20... Oh, ja, GG, Steffen, ne? Was ist da los? Und Mina auch. Was ist da los? Kackmann. Auch gar nicht. Genau, wir nehmen den herzhaften Gemüseeintopf. Was echt fies bei dem Spiel ist, wenn man noch nichts gegessen hat, sollte man jetzt wegschauen. Die Grafiker haben das echt super umgesetzt. Da kriegt man richtig Hunger. Hier, du Feiglinge. Ich habe auch mal All-In gemacht, nachdem er sagte, wie? Adens Feigling. Hatte ich heute schon zweimal, echt? So, wir haben jetzt 22 Fertigkeitspunkte, können wir gleich wieder was skillen. Und jetzt werden nämlich die IP verrechnet in Level. Gibt bestimmt jetzt ein paar Level. Na, Hölli macht auch immer All-In. Stufe 3, 3, 4 und 3. 49 Punkte mittlerweile, nice. Ah, genau. Und es gibt tatsächlich Zusatztalente. Jeder der Boys hat einen. Noctis zum Beispiel kann angeln. Kann dann auch Zutaten angeln und bestimmt auch spezielle Sachen finden. Gladio, bzw. Gladiolus, hat eine Überlebensfertigkeit. Die ist halt ihm gestattet, nach jedem Kampf randommäßig Items zu finden. Es können Heiltränke sein, es können wertvolle Sachen sein. Ignis ist unser Koch der Truppe und Prompto unsere Diva. Prompto fotografiert quasi immer alles nach einem oder mehreren Tagen. Aber immer dann, wenn man rastet. Und das Interessante ist, für die, die Fotos lieben, man kann die Fotos auch nachher in ein Album reinspeichern. Fotos. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. Mit X Foto speichern. Fotos teilen. Fotos kannst du auch in sozialen Netzwerken teilen. Lass deine Freunde an deinem ganz persönlichen Abenteuer teilhaben. Kann man tatsächlich auf Twitter posten. Unter anderem. So. Minus 1 Bonus. Rage Cup is taken from them. Was?
Das Niveau lasse ich mich nicht ab, du Cheater. Nur eins. E, man kann so viele wie man will. Aber du siehst oben rechts Fotos. 0 von 150. Also 150 ist das Maximum. Dann erinnerst du dich noch an den Twitter-Post. An den Post, ne? Speichern wir mal ab, ne? Habe ich gehört. Wenn schon, muss das auch wieder gespeichert werden. Das fand ich auch immer ganz nett. Das Bild. Das finde ich jetzt eher crap. Ja, komm, das nehmen wir auch mit. Ja, ich finde solche Porträtaufnahmen immer so. Bleh. Ach, da waren wir beim Shoppen. Ja, das ist gut. Und sogar von Kämpfen her werden Bilder auch mal aufgenommen. Hallo, Lady. Wollte man nicht so sein beim nächsten Mal, wo es kein Eulen gibt, ziehe ich den Rest am Fiesling! Ja, ist auch nicht so cool. Nee. Und Kampfbilder gibt es eigentlich auch bessere. Deswegen, das nehmen wir nicht mit. Ich habe jetzt 4 Bilder abgespeichert. Und dann werden wir mal weitergehen. Das Spiel kann über das Pausenmenü fast überall manuell gespeichert werden. Nur während Kämpfen, spezielle Aufgabenphasen und in Dungeons funktioniert der Speicher nicht. Tutorium. Über das Pausenmenü kannst du ein Tutorium starten, das dich in die Grundlagen der Welt und des Kämpfens einführt. Wenn dir Gegner Schwierigkeiten bereiten, solltest du dort etwas üben. Sid ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. So, werden wir hier noch ein bisschen Elementarenergie abzapfen. Ging ja nicht, weil wir ja eben auch in Kampf verwickelt worden sind. So, wir sind eigentlich gut gestärkt. Netter Buff drin. So, jetzt suchen wir uns mal. Ach, das ist er sehr wahrscheinlich. Ach nee, ist auf der anderen Seite. Aber ist auch ein Doppelhorn. Vielleicht können wir den besiegen. Stufe 12, aber wir sind ein bisschen underleveled. Vielleicht kriegen wir den ja. Challenge accepted. Also Schwäche, also ich kann ja mal kurz sagen. Stufe 12, Doppelhorn, 11.100 Leben. Schwäche, Speer, Schild und Feuer. Resistenzen, Eis und Licht. So, ich nehme den Speer mit. Den Spearmint. Rigley Spearmint. Dann kommt im Game Ardens. Mensch, dieses Game ist echt ultra realistisch. Neo, stimmt. Wie in der Realität kriegen wir. So, kämpfen wir. Oh, niedergeworfen. Ist zum Beispiel ein cooler Effekt. Macht man nämlich in der Regel mehr Schaden. Oh ja, läuft doch. Mit Buff. So. Gucken wir mal. Ich warp mich mal da oben hin und gebe den jetzt mal volles Mad ins Gesicht. Ah, ich bin zu weit weg, ne? Machen wir Sturm. Zack! Oha! Okay, dann gehen wir dem nochmal ein Hackieren rein. Was? Deine Konsole gönnt sich gerade 2,5 Mbit Upload. Was ist bloß mit deiner Konsole? Hä, wie jetzt? Hab ich irgendwas... Jetzt, was ist los? Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ah, cool. Ignis entdeckt ein neues Rezept. Konnte ich nicht mehr so schnell lesen. Was ist passiert? Stimmt irgendwas nicht? Ah, jetzt muss ich da komplett zurückrennen. Richtig.
Und jetzt läuft es sogar noch besser. Like a boss. Ja, das ist halt tagesformabhängig. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Das ist tatsächlich tagesformabhängig, glaube ich. Wann ich mehr Upload mitnehme, wann nicht. Downloadet Final Fantasy gerade oder wie? Nein. Gehen wir mal kurz gucken. Vielleicht sind wir sogar in der Nähe von einem Sammelobjekt. Ach nee, das ist ein bisschen zu weit weg. Upload, nicht Download. Wenn du streamst, brauchst du natürlich Upload. Angeblich kann man, glaube ich, schon mit 2K ganz ordentlich streamen. Also das heißt ganz ordentlich. Man kann damit schon streamen, mit 2K meine ich. Oder geht das auch schon mit geringer? Richtig gut. Ich find's auch gerade mega. Du bist gleich so weit wie ich war. Wow, hast du echt noch nicht viel gespielt. Ja gut, ich kenne das Spiel jetzt auch ein bisschen. Weiß jetzt, wo ich hinrennen muss und wo nicht. Und kleiner Tipp. Für die, die das mal spielen werden. Versucht die erste Zeit auf Low Level die Nacht zu meiden. Am besten lieber pennen gehen. Hat den folgenden Grund. Nachher eine kleine Pause? Ja. Man trifft auf sogenannte Siecher. Sind richtig eklige Gegner, die ordentlich stark sind. Unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Oh, dammit. Eine Mutation. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt? Zu früh gefreut! Wie bitte? Okay. Ich warp mich mal da hoch. So. Gefährtenkommandos. Gib deinen Freunden im Kampf Kommandos, um die Chance auf großartige Kombos zu erhalten. Ich will aber jetzt erstmal die Schwäche von dem Kollegen Bratwurst. Obwohl, machen wir erstmal Sturm. Ach, crap. So. Oha. Der gibt mir voll gleich ins Gesicht. Schauen wir mal. So, was haben wir da? Speer, Schild und Feuer wieder die Schwäche. Leben nur noch 7859 von 9100. Bluthorn, Stufe 2. Okay, dann nehmen wir den Speer mit. Ne, haben wir ja schon. Den Spearmint. Wow! Schnell hingewarpt. Und BAMS! Was auch ganz wichtig ist, man kann gewisse Partien des Gegners anvisieren. Um den, wenn man Glück hat, dem auch was abzuschlagen. Ein Gegenstand. Ich versuche das jetzt mal. Indem ich mal gegen sein Horn gegen Bretter. Wird nix. Ich werde, glaube ich, jetzt mal Gladius Sturm benutzen. Weil das wurde ja gerade angezeigt, dass ich das machen soll. Ich kriege ja wahrscheinlich dafür dann 5 Pings. 3 sogar an der Zahl. Ja, du kannst ihm sein Horn abschlagen, indem du halt seinen Kopf markierst. Das hast du richtig verstanden. Es gibt sogar, das ist wichtig, für die stärkste Einhandwaffe musst du nachher auch Items farmen. Und da musst du zum Beispiel einem Tier das Horn abschlagen für. Und das Item droppt mit einer Chance von keine Ahnung wie viel wenig Prozent. Deswegen ist es nicht verkehrt, auch mal auf den Kopf zu zielen. Das tut jetzt schon weh.
Komm, nochmal Sturm. In your face! Parieren. Zack! Ein Rotzahn. Oh. Dein Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Oh. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Und, ach so, wenn ihr möchtet, könnte ich ihn euch bei der Gelegenheit auch etwas tunen. Da fällt mir ein. Vater hatte doch was im Kofferraum verstaut. Vielleicht später. Vielleicht später. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Ein Einohrnhorn, dieser Satz ist lustig, ist 300.000 US-Dollar wert. What? Kommen wir nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Gut, haben wir also direkt festgelegt, Ignis wird fahren. Bevor ich aber das Gebiet hier verlasse, werde ich auch ein paar Fundstellen mitnehmen. Will da nicht sofort durchrushen durch das Game. Hab ich damals auch nicht gemacht, werde ich jetzt auch nicht tun. Goldstaub. Was haben wir jetzt noch? Regenbogenstaub. Versteh den, wer will. Ja, ja, gibt. Ja, ja, Intranets. Ah, da haben wir auch noch was. Das sind zum Beispiel Random-Gegenstände, die hier liegen. Ein Weißsteinsplitter. Da sind die Asiaten schuld. So. Genau, ich markiere mir mal kurz die Stelle. Kann ja auch Ziele festlegen. Ach, das ist direkt hinter dem Hügel. Da gibt es ein paar Ressourcen zum Kochen. Kann man sogar auch jetzt schon sehen, auch wenn man noch nichts gefarmt hat, was da ist. Tatsächlich, also man kann auch sogar sehen, welche Ressourcen da liegen. Die bleiben immer gleich. Wenn man also tatsächlich für irgendwas Spezielles was haben will, kann man da immer alles abfarmen. Oder man muss halt jagen gehen. Für gewisses Fleisch. Etc. PP. So, was haben wir hier? Ach ja, genau, die Eier. Eier, Eier, wir brauchen Eier. Na, wer hat das mal gesagt? So. Genau, der gute Olli. Ja, welcher denn jetzt? Wer jemand sagt Pocher? Haltens hat keiner. Was? Deine Mama. Steffen, du bist so 90er. Ey, deine Mutter. Khan. Genghis? Oder wenn jetzt jemand sagt Genghis, ne? Genghis Khan. Meint ihr, Sydney hat einen Freund? Garantiert nicht. Woher weißt du das denn so genau? Das sieht man doch auf einen Blick. Die stellt viel zu hohe Anforderungen an einen Mann. Hört sich an, als hätte sie dich abblitzen lassen. Ach Quatsch, ich bin doch viel zu beschäftigt damit, unsere eigene Prinzessin zu beschützen. Bei ihr abblitzen lassen. Fünf der Erste, der 19. Du bist so ein 90er, ja. Ist echt so. Notier dir den Spruch. Machen wir tatsächlich irgendwann mal Quotes als Commands.
Man hat irgendwie die Möglichkeit, das so zu programmieren, wenn man halt das einmal einsetzt, dass dann randommäßig irgendein Satz mal ausgespuckt wird. Schreibt's echt mal auf. Dann sammeln wir einfach mal so ein paar. Aber dann so schön formatiert, ne, so mit Anführungszeichen und Co. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Welchen Akt bist du nochmal? Das ist Akt 1. Wie gesagt, ich hab hier jetzt neu angefangen. Und im Ursprungsgame bin ich mit der Story schon durch. Also mit meinem Spielstand. Bams! Und komm her! Perfekt. Perfekt. 67 Jahre jünger als ich. Achso, wie alt? Ey, Alter, ich sag doch nichts über mein Alter. Wayne interessiert's, sag ich mal dazu. Akt, der ist gut. Ja, ich dachte, er bezog sich aufs Spiel. Sagt Akt. Ah, jetzt habe ich es auch gelesen. Lassen wir die Waffen sprechen. Bams! Aber es macht echt Spaß, mit den Dolchen zu kämpfen. Das ist echt nice. Bams! Sagen wir doch Wayne. Nein. Wie eine Bekannte von mir sagt, die rein zufälligerweise auch Streamerin ist. Over 9000. Falls Lubri noch da ist, der kennt's. Ich bin immer noch in der Stase, was da los? Ah, Fundstelle. Die leuchten zum Beispiel rosa. Rosa oder rot. Ja, rosa. Ein Bronzereif, das ist cool. Mina weiß, wie alt Alens ist. Er ist älter als 18 und jünger als 50. Weiß ich nicht, glaube nicht. Nein, ich hab's nie gesagt. Nein, ich hab's nie gesagt. Ich hab daraus mal ein Ratespiel gemacht. Dabei ist dann rausgekommen, dass ich für mein Alter immer noch recht frisch aussehe, mit 70 Jahren und so. So schwüle Luft. Du sagst es. Vorhang auf. Hoffentlich auf. Du hast meinen Ausweis gesehen. Scheiße, so ein Mist aber auch. Nicht. So, welche Schwäche hat das Doppelmann? Ninja. Like a Ninja. So. Schön mit dem Speer rein. Donnern. Ja, umgeworfen. Komm her! So, machen wir direkt Durchschuss mit Prompto. Hatten wir ja auch noch nicht. Peng! Zack. Auf dich ist Verlass. Ich deck dir den Rücken. Blocken, zack. Lass mich drauf. Und zack. Zertrümmert, perfekt. So. Einmal zurück. Vielleicht den vollen Schwung nehmen und voll rein smashen. Komm, nochmal Sturm. Komm, Gladio. Heidi 991, grüß dich. Hallo, hier sieht man mal die Action im Spiel. Wie die Action im Spiel. Kennst das Game schon? Und herzlich willkommen, Heidi. 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 Hast du bestimmt tausendmal gehört. Verleitet mich aber dazu. Ich nutze immer nur CGI bei der Livecam, damit ihr nicht seht. Ja, Instagram-Filter. FTW. So. Nutzen wir hier noch ein paar Sachen. Achso, ich werde mich auch lange in dem Spiel aufhalten, Heidi. Ich habe es zwar schon mal gespielt, auch storytechnisch durchgespielt und ein paar Sachen schon mitgenommen, aber ich möchte es doch gerne nochmal spielen. Sydney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? The fuck? Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar.
Das kannst du laut sagen. Aber durch die Stadt laufen gehört auch mal... Ja, das tatsächlich. Leo, da sagst du was. Ich hab's auch gerade gelesen. Hatte eben einen anderen Streamer geschaut und der ist... nur durch die Stadt gelaufen. Kennst du die alten Spiele? Also diese, ich sag mal, taktikbasiert. Mag ich tatsächlich auch. Ich bin großer Fan des Franchises. Wo ich nicht jedes gespielt habe, muss ich zu meinem Bedauern sagen. Aber wer weiß, wenn ihr Interesse dran habt, vielleicht zeige ich euch irgendwann auch mal die anderen Teile. Das war einfach. Ich will seine Eier. Bin sehr beeindruckt, wenn man nur die alten kennt. Naja, tatsächlich, meine Lieblingsteile sind Final Fantasy 7 und 8. Dann habe ich noch 1 und 2 gespielt. Damals, wann war das? Ich glaube auch verdammt spät, erst auf dem Advance, Game Boy Advance wohlbemerkt. Dann habe ich noch Final Fantasy 10 und 10-2. Ja. Achso, und Dissidia Final Fantasy. Das ist so ein bisschen Beat'em-up-like Game. Adens, sag doch mal was dazu, wieso du keinen Bart auf deinem Ausweisbild hast. Weißt du, wie das mit den metrischen Ausweisen ist? Darfst du doch nicht. Steht ja auch ganz groß dran. Ausgetrickst. Komm her! Los, rastet der aus. Ja. Ich stalke dich tot, ja? Naja, ich geb dir keinen Grund. Ich geb dir keinen Grund. Ah, genau, nehmen wir das noch mit. Und kann dir aber tatsächlich jetzt schon im Vorfeld sagen, Heidi, wenn es dir hier schon gefällt, kannst du uns gerne ein Follow dalassen. Warum uns? Das ist eine Plattform von 3 Streamern. Einer bin jetzt gerade ich. Vorhin war noch der Neo am Stream und gestern der Steffen. Ich denke, Steffen ist ja morgen wieder da. Sollte nichts dazwischen kommen. Wir bieten halt unterschiedlichen Content an. Und bei mir ist es zurzeit jetzt Final Fantasy. Unter anderem auch mal Rocket League. Ein paar Community Games. Vielleicht auch irgendwann mal nochmal Paladins. Genau, Neo ist mit dem Rage Club Account drin. Steffen hat gerade Job hier geschrieben. Würde uns natürlich freuen, wenn du dann doch mal vorbeischaust. Weiter geht's. Mich gibt's derweil mit Final Fantasy quasi jetzt mit einem frischen Spielstand wieder. Also bei mir gibt's jetzt eine große Zeit Final Fantasy. Das nächste Story-Game, was geplant ist, kann ich schon mal sagen, wird Skyrim sein. Mit einigen Mods, aber keine Story-Mods. Die werde ich, glaube ich, danach machen. Weil die Story-Mods halt in englischer Sprache sind. Und das halt recht komisch kommt, wenn Deutsch und Englisch gemischt ist. Im Spiel selbst. Wollte ich hier noch was mitnehmen? Wollte ich. Genau, die EOS Apps vielleicht hier unten. Und solltest du irgendwelche Fragen haben zu mir, zu uns, zum Stream, zum Spiel, whatever. Meine Augen. Wenn ich noch mehr Final Fantasy zu sehen bekomme. Aber hab mein Follow da gelassen. Danke. Wunderbar. Das hört man gern. Oh ne, den Bandersnatch. Ich glaube, den habe ich getriggert. Ich kann das jetzt nicht einsammeln. Der ist viel zu stark. Den habe ich schon mal versucht zu besiegen. Den spare ich mir für irgendwann mal auf. Wenn ich so weit bin. Und ein kleiner Sandsturm, wie man sieht. Ja, aber du wirst bei uns auch anderes sehen. Und schau auf jeden Fall mal bei den anderen zwei Boys vorbei. Ist echt cool, was wir machen. Klart das noch auf. Ja. Vielleicht gefällt es dir ja auch. Der hat dich umgebracht, ne? Ich glaube, der Levelunterschied ist einfach viel zu krass. Klingt, als würd's dir blendend gehen. Ah, den Victory-Song angestimmt. Bam, 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 bam. Mega geil. Genau.
Wo ist umgebracht? Ja, der Levelunterschied ist einfach viel zu immens. Also, das ging vorhin noch ganz gut, aber was war der jetzt? 38? Das ist ein bisschen zu too much. Es gibt einen kleinen Trick, wie man schneller leveln kann. Hat unter anderem was mit Magie zu tun und mit dem Ort, wo man schläft. Ist vom Vorteil, wenn man nachher vom Level etwas besser ist, wo man sagen kann, okay, man kann auch in der Nacht gegen sicher bestehen. Weil da bin ich erstmal eine ganze Weile durch die Nacht gehetzt. Das ist Nocts Entscheidung. So, wir gehen erstmal die Jagdmission abgeben. Noct, schau mal hier! Was gibt's? Moment, hast du was gesehen? Genau, ab und zu muss man auch auf die Boys mal hören, weil vielleicht sehen die was. Da kann man nämlich zum Beispiel mit interagieren. Takas Boxenstopp. Das schärfste Jambalaya in ganz Luzis. Wenn sie mal wieder Feuer im Tank brauchen. Schon wieder. Sieht das lecker aus. Ja, mein Guter, tatsächlich schon wieder. Mich hat's in den Fingern gejuckt, nochmal zu spielen. War unentschlossen. Hab mich jetzt erstmal für Final Fantasy entschieden. Aber danach kommt Skyrim. Und definitiv. Feuer am Tank? Nee, ne? Brennt so, ne? Bist du ein Mod von Alz? Ja, Steffen. Brother und Lubri, also Don Lubri, sind Mods von mir. Ja. Hey, wie ist die Lage? Steffen hat das noch gar nicht mitgekriegt. Jagdauftrag erledigt. Belohnung 740 Gil. Superlexier einmal. Okay. Wollt ihr was essen? Da schaust du öfter mal den Stream. Echt, Steffen, komm öfters mal vorbei. So, machen wir in die nächsten. Das hier sind unsere Problemkinder. Unsere Problemkinder. Ein Mesmerize. 5 Stück. Die Webersteppe. Tagsüber, genau. Es gibt also tatsächlich ein paar Bedingungen. Es gibt Sachen, die kann man nur nachts machen. Es gibt Sachen, die kann man nur tagsüber machen. Nehmen wir direkt mit. Sehr freundlich. Und den Steffen bitte einstreichen. Gehört es gerade. Ja. Ist keine Lösung, nur ein Ausweg. Passt auf euch auf. Ne, wie war es noch? Alkohol ist keine Lösung, doch. Nein, es ist gebrannt, ne? Wie war das? Das ist keine Lösung, es ist gebrannt. Ach, genau. Da ist unser schönes, schickes Auto. Unser Regalia. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Ach ja, okay. Der Regalia. Dann richten wir das Prachtstück mal ab. Mit seinen Fotos. Gebt gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit, könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Prompto entscheiden lassen. Klar, für dich doch immer. Übertreib's nicht. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Damit du dir den Anfang musst. Jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht in das Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Nee, ich möchte das jetzt Ignis überlassen. Nee, das machst du viel besser. Wirklich? Gut, dann fahre ich weiter. Nein, ich habe nicht geschielt. Ich habe nur so nur so geguckt. Kennt ihr doch bei Hunden meistens, wenn man Hunde anspricht, drehen die auch den Kopf so weg. Das ist die Masse. Boops! Die Masse gleich Anziehungskraft. Du merkst schon, Heidi, hier geht es lustig zu. Aber mit Niveau. Mit Niveau.
Ignis übernimmt im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel wählst, bringt er dich auf den kürzesten Weg dorthin. Achso, der Typ da. Ich dachte, ich kann auch schielen. Die Augen sind nur der Gravitation zum Opfer gefallen. Och, gar nicht. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Kleiner Schisser. Ist es grundsätzlich. Also hier hast du immer Spaß. Deswegen würde es mich freuen, wenn du auch mal zuschaust, wenn die Boys da sind. Aber natürlich auch da bist, wenn ich hier mit Final Fantasy unterwegs bin. Wann geht's los? Wie, wann geht's los? Was geht los, Clowns Parade? Hallöchen. Genau, wir kaufen noch eben was ein. Und zwar, falls es Neo noch nicht gefunden hat, kann man hier in dem Geschäft Autozubehör kaufen. Alte Final Fantasy Songs, für die es noch nicht wussten. Nehme ich immer mit. Da hat man eine große Palette an Songs. Aus vergangenen Spielen. Aus Final Fantasy 8. Nice. Weggekauft. So, ja, die Farbenkataloge sind für mich nicht so wichtig. Ich lasse das Auto erstmal in seiner Grundfarbe. Gern. Das ist super. Sonntag um 2.50 Uhr geht's los, bra. Ich wollte eigentlich spielen, aber ich habe mich doch dazu entschieden, unser Game weiterzumachen. Ach so, oh, ja. Und parallel den Stream dann zu sehen. Ja. Habe ich dir gerade die Lust genommen? Das tut mir leid. Oh, Pökelfleisch. Immer zweimal mit. Wohl einmal mit. Ich habe gerade nicht so viel Kohle am Start. Weil wenn man, glaube ich, Zutaten auch kauft, die ihr nicht kennt, das sind zum Beispiel, ne, gerade Fragezeichen. Vielleicht sagt sich dann Ignis, oh, cool, da kochen wir jetzt was super Geniales draus. Ah, genau, der Gemüseeintopf. Dafür brauche ich Schafsmilch. Nehmen wir dreimal mit. Die Kartoffeln findet man so, Fongo Ongo. Findet man, glaube ich, fast gar nicht. Oder halt nur an speziellen Orten. Was haben wir denn hier? Die Quequebohne. Eine Quequebohne. Je ne sais pas ist französisch. Je ne sais pas ist französisch. Heidi, du kannst ein Teil des Games sein, weißt du, oder? Nee, Heidi ist ja frisch reingekommen. Heidi kennt uns doch noch gar nicht. Ist ja sehr wahrscheinlich in Gang, Neo. Ja, Neo baut gerade ein Rollenspiel auf so ein mit dem alten Final Fantasy Setting, also aus dem RPG Maker, aber halt viel, viel verbesserter. Mit super tollen Sachen und anderen Sachen, die gescriptet sind. Schau da auf jeden Fall mal rein. Ziemlich cool. Genau. Ist gerade ein frischer Zuschauer zu uns gekommen. Originalzitat von einer Freundin, als wir damals Bus gefahren sind. Und ich was Französisches gesagt habe. Hör auf, mit mir Spanisch zu sprechen. Du weißt, ich kann das nicht. Ach so. Ah ja, jetzt macht das Sinn. Oder Shoot. Shoot. Handshot first. Han Solo, ne? Ich spiele nebenbei auch ein anderes Game auf PC. Okay, das da wäre. Paprika. Ja, können wir ja mal einmal kaufen. Ansonsten, ich habe 10 Heiltränke. Ein bisschen Gegengift können wir mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Das ist es. Was ja, genau. Fleisch Musubi. Mit Pökelfleisch. Oh, sagt er. Ah, man kann mit der Zeitung interagieren. Sehen Sie den Langvite, das heißt also nicht Langwith. Das wird tatsächlich O-Ton auf Deutsch Langvite genannt. Komisch, ne? Von seinen schönsten Seiten. Eine Bergtour über die ganze, für die ganze Familie. Über die ganze Familie. Oh, guten Morgen. Eine Bergtour für die ganze Familie. Einen interessanten Artikel? Bin AFK, Frau ruft. Terra. Ja, Terra, kennen wir. Also ich spreche für mich. Ich denke mal, Neo wird es auch kennen. Als MMO-Fan.
Ja doch, Terra kennen wir. Kennen wir. Kann man auch mit dem Controller spielen. Eines der wenigen MMOs, wo man wirklich das kann. Andere, die dann irgendwie dafür portiert worden sind, sind so, Jo, bis später. Ja, ich hab's tatsächlich auch mal angetestet. Ich hab's auch damals auf der Gamescom mal ausprobiert. Ist, glaube ich, mittlerweile von Gameforge übernommen worden, ne? Das Game. Wir haben so viel gemeinsam. Aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tag träumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Hammerhead Rock! Was? Kleiner Insider. Ich versuche mich so lange wie möglich durch die Nacht zu schleppen. Genau. Ja, das letzte MMO, was ich gespielt habe, war sogar hier auf der Xbox. Und es gibt ein paar MMOs, die kann man hier spielen. Unter anderem gibt es Star Trek Online. Was gibt's noch? Neverwinter. Teso geht auch mittlerweile. War schon seit was länger. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Urson geht leider nicht. Okay, Chris, schade. Wie nur Sound geht leider nicht, Adens. Wie meinst du das jetzt? Moment. Entweder man hört nichts, weil es gerade voll aus dem Zusammenhang gerissen ist, Chris. Klär uns bitte auf. Komisches DC. Ach ja, DC Universe. Ja, ja, das gibt's auch. DC Universe. Ja, du schreibst nur Sound geht leider nicht, Adens. Was? So, absorbieren wir mal hier ein bisschen Elementarenergie. Ist ganz... Ach so, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Sich das Game nicht anzusehen. Kann man das nicht einstellen, dass man sich nur den Chat anzeigen lässt? Dass man quasi nur hört und nichts sieht? Geht zumindest auf Tablet- und Smartphone-Basis. Zieh dir lieber etwas über. Sonst erkältest du dich noch. Aber Terra ist ganz cool, nur langsam ist die Luft wieder raus. Bei Final Fantasy XV bin ich länger am ich mir das anschaffen soll, da sich das Game auch echt verändert hat. Mir fehlt irgendwie die Kampfmodi von früher. Achso, das Taktische. Ja, das ist halt so. Muss mal gucken, ne? Hey Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Ja, dann hau mal raus, Neo. Hau mal raus. Ich höre euch ja dann nicht. Echt nicht? Das ist komisch. Dann guck mir über das Smartphone. Bye. Mit Runen zu verbessern. Okay. Das ist eine coole Sache. Oh oh. Das sind zum Beispiel Siecher. Nein, das ist noch so ein Siecher. Level 30. Ganz übler. Der wird mich komplett auseinanderklatschen. Oh, verdammt. Ah, vielleicht kriege ich die ja doch.
Gefährten retten. Wenn die LP eines Gefährten auf 0 fallen, sind seine Fähigkeiten stark eingeschränkt. Eile zu einem Gefährten im kritischen Zustand und heil ihn, bevor er kampfunfähig wird. Gefährten helfen, wenn in seiner Nähe. Oh, Prompto hat voll einen auf die Nase gekriegt. Wo ist er? Ja, Prompto. Nein! Und ich bin auch fast down. Ah. Oh oh. Oh oh. Nein, Noctis, kritischer Zustand, ich glaub's nicht. Ist dann doch ein bisschen zu too much, aber dann habt ihr zumindest. Nein! Prompto ist down! Phoenix-Feder. Und dann schnell abhauen. Also, ganz ehrlich, ist zu früh noch gegen Sicher zu kämpfen. Definitiv. Kann man halt mit Elite-Gegnern vergleichen. Deswegen sollte man halt die Nacht erstmal meiden auf niedrigem Level. Das ist der Grund jetzt. Habt ihr es auch gesehen? Ich wollte in die Richtung. Ah, vielleicht kann ich einen großen Bogen um die Sicher machen. Hm. Wie sollen wir die Slots nennen? Verbesserungsslots. Item, mit dem man verbessert. Runensockel? Naja, es gibt Sockelsteine. Heißen die Runensockel bei Diablo? Ich meine, laut Diablo 3 nicht. Ja, sorry, nein, das sind doch keine die. Verbesserungsmuss in Ausrüstung reinsteigen. Ragniten. Rage Perks. Ohne es geht auch. Alles mit Rage zu machen ist auch. Ja, das stimmt. Wir müssen da auch ein bisschen mehr Kreativität drin haben. Wir können ja nicht alles nur Rage nennen. Pete ist Quatsch. Echt? Ja, wenn das in der Lore so ist. Dann ist das natürlich was anderes. Aber im Grunde genommen, Diablo ist tot. Nein. Nein! Finde ich nicht. Als Couch-Game auf der Konsole ist das immer noch sehr, sehr cool, mit ein paar Freunden zu spielen und ein bisschen Bier und ein paar leckeren Snacks, ist das echt immer noch cool. Kann ich echt so sagen. Ich finde das noch gut. Aber ich habe letztens ein cooles Hack and Slay gesehen. Mit dem Universum mit Van Helsing. Das ist auch cool. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht? Ist ja nicht wahr. Du, 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 du. Aber echt beide Teile. Du hast es echt gezockt? Nein. Wir haben lange nicht mehr richtig geschlafen. Ich dachte, das wäre so unbekannt. Cool, dass du das kennst. Ich habe tatsächlich beide Teile rein, zufälligerweise. Und ich habe noch Diablo 3. Das ist ja cool. Ich dachte, das kennt echt keiner. So. Was haben wir jetzt mitgenommen? Eine Kartoffel! Fand's von Helsing nicht so cool. Bist ja auch verwöhnt. Ich darf das. Ich darf das. Jetzt kommt da irgendwas aus dem Boden hervor, ihr Stampf. Wollt ihr mich denn jetzt hier voll komplett verkackeiern? Ach genau, holen wir noch die Feuerelementarquelle. Da hinten. Nein, sicher, lass mich. Ihr seid gerade viel zu ungeschmeidig. Das ist auch so ein ungeschmeidiges Spiel. Findest du? Sehr, sehr einfach zu erschließen für Anfänger, beziehungsweise.
Brink. Gab's doch mal für die 360, ne? Ich weiß nicht, um was es da ging, aber der Name sagt mir was. Wenn du nichts kannst, kannst du bloß, glaub mir, es gibt Leute, die können keine PvP-Arena bei WoW. Also bist du jetzt gerade tief bei Terra drin, Heidi? Kann ich verstehen, wenn man sich einmal in einem Spiel verliert. Ich kann was. Wer kennt von euch denn noch Ellie Mania? Basierend auf einer Geschichte von Steve Krömer, der ja Oberhaupt vom Just Network ist. Angenehm hier. Ja, stimmt. Quasi die Tonung von einer eigenen WoW-Story. Ich darf sowas über Blizzard sein, die Mistkerle haben mir Diablo zerstört. Ja, haben sie zu Tode genervt. Du kennst das. Was? Ellie Mania? So genial. Musst du mal gucken, gibt es mehrere Teile von. Ab einem gewissen Stadium sind es nur noch Hörspiele. Aber Ellie. Also geschrieben wie Ali, ne? A-L-L-I und dann Mania. Richtig gut. Mir ist aufgefallen, dass Brink eigentlich. Uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Der richtige Vorgänger und die erste Idee. Moment, spielt sich das wie Team Fortress und so? Ach, wie cool ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass das so eine Art von Spiel ist. So, wir haben 2 Uhr nachts. Ich hoffe, noch 2 Stunden. So ab ungefähr 4 Uhr sind die sicher meistens weg. Dann kann man sich dann auch wieder vernünftig frei bewegen. In der Zwischenzeit schaue ich mich mal ein bisschen um. Vielleicht liegt hier was. Haha, Tatsache. Eine Phönixfeder. Mhm. Was haben wir denn hier? Supertrank. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Pokémon. Ich weiß nicht warum. Das nicht vergessen, ne? Brother, Delay und so. Ich weiß, worum es ging. Nicht dein Ellie Mania. Los geht's. Okay. Ganz schön Rage Perk. Licht. Aber Perk ist eigentlich eine überbegriffliche Bezeichnung in vielen verschiedenen Games. Ich würde Perk nicht dafür benutzen, als das einen sogenannten Rage Perk zu nennen. Nee, ich würde es anders nennen wollen. Aber mit Rage wäre natürlich schon mal gut, wenn es halt in die Lore so verbaut ist. Das ist doch gut. So eingebaut. Ich hatte nicht so lange den Spielspaß drin, aber manchmal war es cool und der Trailer sah auch sehr cool aus. Dann gib mir was Ordentliches! Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Ja, du erwartest jetzt, klar, es sind ein paar Leute da, aber Schwarmintelligenz. Guck mal auf die Uhr! Vielleicht haben auch Leute nichts gegessen. Moment. Ich wollte gerade sagen, WMIAS, genau. Kannst auch eine Abkürzung nehmen. Vimias. Vimias. Wäre auch was, ne? Lars hört sich an wie Diaz. Cameron Diaz. Jo, Heidi ist wohl eingetaucht in Terra. Pronto. Dann viel Spaß Gibst noch in Terra. Ja, klar. Das war Problem gelöst. Der liebe Brother. Hey, Brother. Echt, wir nehmen Vimias. Vimias Steine. Aber dann mach das Beste draus. Nimm das V-Mias. Meine Füße, sie tun so weh. Vimias oder Vimias Rohlinge. Ist cool.
Hätte ich auch. Echt jetzt? Hey, pass auf, wo du hintrittst. Versteinertes Holz. Ich um mein Holz. Ich um mein Holzi Holz. Oh nein, nicht da reinhüpfen. Instant tot. Jetzt mal im Ey, was willst du? Darf ich dich nicht mal angucken? Nee, mach's direkt Stress. Los geht's. Dann nehmen wir die hier. Schluss mit dem Elend. Zack, erstmal da hoch. Und. Die Frank Elsner Show. Kennt auch keiner mehr. Aber hallo. Genau, ein paar Fertigkeitspunkte. Ich habe jetzt 73 in der Zahl. Hehehe. Dann können wir ja ein bisschen mal was regeln. Accessoire-Slot. Oh yeah, baby. Einen zweiten für Noctis. Machen wir einen zweiten für Gladio. Prompto. Und Ignis. Ja, bin gerade voll in Terra drin. Aber höre noch zu. Das ist cool, dass du noch da bist. So, jetzt haben wir nämlich einen zweiten Slot. Jetzt kann ich da nämlich noch ein Item reinschmeißen. Ein aus Bronze gefertigter Armreif erhöht das LP-Maximum. Jo, machen wir direkt. Und geben wir auch Gladio direkt einen ab. Und wir geben Ignis den Runenring. So. Sind die Boys ein bisschen gepimpt. Ach ja, genau. Und die Aufgaben. Ah ja. Aufgaben. Im Menü kannst du unter Aufgaben jederzeit nachsehen, was du schon erledigt hast und was noch offen steht. Über die Aufgabenliste kannst du auch einen Marker zum nächsten Zielort setzen. Genau, wir wollen nämlich hier noch ein bisschen uns durch die Gegend prügeln. Mesmerize klatschen. Also gehen wir die klatschen. Ah, es wird hell. Geht die Sonne etwa schon auf? Wir waren die ganze Nacht unterwegs. Ich glaube, es ist genug für heute. Nö, wir können da noch ein bisschen mehr durch die Gegend marschieren. Schade, dass morgen Feiertag ist. Woher kommst du, dass bei dir Feiertag ist? Ich wollte gerade sagen, in welchem Bundesland oder in welchem Land? Ich zum Beispiel komme aus NRW. Wir haben morgen keinen Feiertag. Hoffe, es ist was für dich dabei. Hä? Hatte ich nicht noch irgendwie Accessoires zu kaufen? Nee, ging hier noch nicht, ne? Ja, in Bayern. Boah, perfekt. Du heißt Heidi und kommst aus Bayern. Das ist ja der Hammer. Ist ein Feiertag. Heilige Drei Könige ist bei dir ein offizieller Feiertag? Bei uns gar nicht. Ja, da komme ich auch ursprünglich her aus NRW. Ach, du bist nach NRW gezogen? Moment. Kann man auf die Zahl schließen, dass du im September 91 geboren worden bist und wegen des Studiums nach Bayern gezogen bist? Ist Heidi aber nicht aus der Schweiz? Das weiß ich gar nicht mal, woher Heidi ist. Ich war mal in Heidiland, als ich durch die Schweiz gefahren bin. Heidi und der Almöli? Weiß ich gar nicht. War das in der Schweiz? Der Tag, an dem die kleinen Kinder an die Tür schreien, genau. Und den Katholiken dann was an den Türrahmen zeichnen. Da ich aber kein Katholik bin, ist mir das gleich.
Falscher Film, Brother. Ich kenne nur Heidi mit den Schafen. Heidi mit den Schafen. Du meinst mit dem... mit den Ziegen. Ziegenpeter. Ach, Dron, du kommst aus Österreich? Ich war einmal in Österreich, aber das ist zu Kindertagen gewesen. In Reute war ich, falls du das was sagen. Ja, komm her! Okay, nehme ich doch lieber dann meine Wassermine. Mach ein bisschen mehr Schaden. Aua! Ah, Stase. Oha, die mich am Verdreschen sind. Das macht euch nicht richtig. Zack. Komm her. Oh, leckst mich doch am Zucker. Okay. Ignis, gib Stoff. Stoff und Schnaps. Verdammt. Komm her. Ich mach dich fertig. Sturm. Zack, gradige Schnurrhaar. Ich will eigentlich den Kopf anvisieren. Ah, machen wir hier direkt in your face. Zack. Überraschungskombo. Und? Na verdammt. Komm her. Bams. Hält sowas aus, Kollege. Vorsicht! Nochmal markieren. Und Geschichte! Das war einfach perfekt! Kann nur zustimmen. So. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Haha, ja, dann Name Heidi ist eine lange Geschichte. Einer MTS. Hat mal meinen eigentlichen Username falsch verstanden. Heidi eben. Und dann habe ich meinen Namen in Heidi geändert. Von wo in NRW kommst du? Ich komme aus Leverkusen. Aus der Pillendreher Stadt Nummer 1. Wie es die Fußballfans immer sagen. Hast du nicht gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Heute? Ja, da war ich... Boah, Kindertage, Ostern. Haben wir da verbracht. Und dann haben wir dann einen kurzen... Abstecher dann nach Bayern gemacht, weil es gar nicht mal so weit gewesen. Und dann haben wir da auch das Schloss Neuschwanstein besucht. Ah, oh, schöne Musik. So idyllisch. Toll, weg ist er. Mein Freund hatte hier Arbeit gefunden. Ach so, und dann bist du mal mit. Cool. Das ist natürlich eine super Sache. Aus Kärnten. Ist auch eine schöne Gegend. Zumindest das, was man so gehört hat. Gute Heidi. Wolkenlos. Ja, stimmt. Aber lag ich mit dem Geburtsdatum richtig? September 91? Sonst kann ich mir die Zahl nie erklären. 991. Oh, das habe ich nur im Fernsehen. Also, an was ich mich erinnern kann, es war cool. Aber damals hatte ich mich noch nicht so wirklich für Geschichte interessiert. Ja, gute Idee. Hier zu Hause sind die Berge. War das nicht Heidi? Heidi, ihre Welt sind die Berge. Es gibt dann noch die
kindische Version, ne? Ihre Welt ist das Abflussrohr. Keine Ahnung, wer das mal erwähnt hat. Ich hab das immer wieder im Kopf. So, Jagdmission abgeschlossen. Was kann ich für euch tun? Nehmen wir noch eine Jagdmission mit. Geht ihr für uns auf die Jagd? Also, mutig, mutig. Das ist aber gemein. Ist es. Nicht ist es auch. Ist es auch. Du musst dich ja auskennen, Alex. Hallo, ich bin dir hinterhergelaufen, Chris. Du musstest mir doch erstmal den Weg zeigen. Bevor es nachher wieder ist, der ist mir nachgelaufen, ne? GG, well play, ne? Sag ich dazu nur. Berge sehen, ja, ist schön dort. Hast wohl keine Folge verpasst, was? Weiß nicht, damals gab es noch gutes Fernsehen. Heidi habe ich nicht gesehen, aber ich habe Vicky damals gesehen. Vicky war toll. Heidi Pokémon. Wie? Achso, mehr Heidi als Pokémon. Ja. Größer als, kleiner als, ne? Automatisches Fahren. Genau, man kann auch automatisches Fahren machen. Man muss nicht unbedingt selber fahren. Nach Aufgabenziel mache ich das. Genau, bis dahin. Neuer Tag, neues Glück. Ja, auf geht's. Ich mach mal die Musik an. Und mach jetzt mal Final Fantasy 8 rein. Ah, man kann sogar Kingsglaive die Musik reinmachen. Brotherhood. Justice Monsters 5. Final Fantasy 1. Final Fantasy 7. Ist auch gut. Auf Final Fantasy 8. Immer kurz AFK. Okay, bis gleich. Gotta catch them all. Ignis, halt mal an. Verstanden. Ja, bisher kann ich das nur also nutzen, los, wenn ich im Auto Bewegung. Bin. Nachher hat man aber auch die Möglichkeit, wenn man rumläuft, kriegt man so eine Art MP3-Player, kann es auch unterwegs hören. Man kann aber leider nicht die Kampfmusik anpassen. Jetzt musst du tatsächlich wieder AFK gehen. Es gibt nämlich jetzt einen Kampf und dann gehe ich danach wieder zum Auto, oder? Gibt es hier noch eine Sammelstelle? Schauen wir mal. Das finde ich ganz gut. Also man kann Soundtracks kaufen fürs Auto. Aber ich wünschte mir halt, dass man die Kampfmusik nach seinen Wünschen anpassen kann. Dann würde ich die Final Fantasy 8 Kampfmusik mit reinnehmen. Bin ich... Ich habe so viel gegessen, ich bin fündig geworden. Ein Freaky Tauti oder ein... Ich nenne es auch gerne mal Freaky. Freaky, Freaky. Oh nein! Hat er mich niedergeworfen. Was für eine Schwäche hat ein Kollege Bratwurst? Tatsächlich wieder Deutsch. Okay. Komm, Durchschuss. Ein glatter Durchschuss. In your face. Bams. Haha, wollt mich anspringen, ne? Hast du nicht hingekriegt. Niedergeworfen. Da ist es denn wahr. Sturm. Aber ist hier Leverkusen ein Begriff, Heidi? Wo du eben gefragt hast. Für die, die Leverkusen nicht kennen, zwischen Köln und Düsseldorf. Markieren. Komm her! Ist das echt? Ist die Info raus? Kommt das echt auf die Xbox? Das wird so dermaßen geholt. Wenn das der Fall ist, das wird so dermaßen gekauft. Das wird so dermaßen gekauft. Boah, da kenne ich aber nix. Ey, da kenne ich aber gar nichts. Wenn das der Fall ist, dann kaufe ich das. Ja. 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 Ich
Weil bisher war es nur so gewesen, dass es wohl PlayStation exklusiv sein sollte. Oh, was für eine hübsche Farbe. Ich dachte so, dass das jetzt eine Vermutung wäre. Das ist geil. Seit wann existiert diese Info? Ich hab Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja. Brother ist ja nicht nur mein Mod, sondern mein persönlicher Informant in diversen Spielbereichen. Finde ich mega gut. Also dann wird's geholt. Dann wird's geholt. Vor 3 bis 7 Stunden echt doch so frisch? Ist ja geil. Ja, dann, ne? Tut mir leid, Leute, aber das wird dann auch gespielt. Tut mir ehrlich gesagt nicht leid. Ganz im Gegenteil. Weiß man denn, in welche Richtung man sich dann im Spiel schon orientiert? Ist da auch schon was raus? Soll das jetzt wieder rundenbasiert werden oder soll dieses Final Fantasy tatsächlich auch actionorientiert sein? Sobald der PC steht und Steam aktiviert ist, dann gucke ich mal die Bibliothek nach Final Fantasy spielen, ey. Kann ich schon mal einen Final Fantasy Monat rausbomben? Nee, aber das würde ich, glaube ich, nicht mal in einem Monat schaffen, so viele Final Fantasy Spiele durchzuhauen. Allein in dem Spiel habe ich 76 Stunden. So! Achso, du bist wieder da. Ist nicht deine Spielreihe. Schade. Schade. Ich werde es tun. Ich werde es holen. So, automatisches Fahren fortsetzen. Lasst nichts liegen. Okay. Wenden. Ist überarbeitet? Nee, die wollten es komplett verändern. Das hier, da ist es doch. Ist ein bisschen Delay hinter. Boah, von Final Fantasy 8 sollen sie auch. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Ja. Waren schon geile Soundtracks damals. Kommt, lasst uns shoppen. Ja, gute Idee. Sind sie ja jetzt immer noch, aber... Doch. Also ich höre gerade nur Jimi Hendrix. No. Der Jimi hat's ja angetan, ne? Beeindruckend. Ich hab, an Silvester habe ich mit ein paar Freunden ein cooles Spiel gespielt. Davon lebt, dass man es spielen muss im Stil von Tabu. Also man muss halt eine Geschichte erzählen, wo man ein Piktogramm vorgestellt bekommt. Und da ging es in dieser Geschichte darum, dass jemand aus Liebe seine Gitarre abgefackelt hat, diese aber am Verstärker hatte und die dann quietschende Geräusche von sich gab. Es war Jimi Hendrix gewesen. Der hat seine Gitarre, zur Liebe zur Gitarre hat er die abgefackelt. Das ist echt krass. Hätte ich nie gewusst. So. Ich glaube, ich habe die Jagdmission alle fertig, ne? Mehr gibt es nicht, ne? Das Geräusch kenne ich, haben wir auch schon mal gemacht. The fuck, haben wir? Ich höre gerade Joka und Adens. Joka? Ey, du Joka! Hast du deinen Joka ausgespielt, doch? Hey, wie ist die Lage? Was kann ich für euch tun? Woher aus NRW kommst du ursprünglich, Heidi? Hast du es mitgekriegt mit Leverkusen? Kennst du das? Kennst du dies? Das hier sind unsere Problemkinder. Okay, das kann ich noch nicht machen. Mit der Begründung... Du kannst diesen Jagdauftrag nicht annehmen. Erforderlicher Rang 2. Ah, dammit. Ich brauche noch 2 Marken, aber ich kann die nicht kriegen, indem ich hier die nochmal wiederhole. Das Einzige, was ich machen kann dadurch... Ich bekomme nochmal Kohle. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen.
Gibt es schon. Und es gibt schon Infos zu Final Fantasy 15 DLC 1. Das wird ein Story-DLC sein. Ja, was heißt Spoilern? Ich meine, das müsste ein Story-DLC zu einer der Boys sein. Kannst ja gerne bejahen. Es ist nämlich tatsächlich schon was rausgekommen. So eine Art Ticket habe ich schon bekommen. Aber das ist jetzt kein Spoilern. Finde ich jetzt nicht. Kannst du gern raushauen. Genau. Wir versuchen das so ein bisschen zu begrenzen mit den Links. Ich glaube, dann werde ich mal nach Langvite. Nach Langvite. Da gibt es ein bisschen mehr Mucke. Mucke. Lasst nichts liegen. Okay. Und kommt am 20. Juni. Also ist das Story DLC, ne? Habe schon wieder geschlossen, okay. Nee, ist okay. Vollkommen legitim. Was ist das denn, was du uns gepostet hat? Final Fantasy Intro. Wegen dem Song eben im Auto. Ist wieder offen. Okay. Musik ist so geil. Wenn es von dem Spiel auch ein Remake gibt, boah. Ohne Witz. Dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Genauso wie ich mal wieder Bock hätte, The Legend of Zelda The Ocarina of Time zu spielen. Oh, göttliches Spiel. Da ist es mir doch zu link. Ja, du hast aus allen Spielen die Möglichkeit, Soundtracks bei Händlern zu kaufen. Oh nein. Clowns Parade hat verloren. Oh. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, ja. Dann halt nicht. Requiem for a Tower. Moment. Aus dem Soundtrack von Herr der Ringe? Hau mich nicht. Gott, sehen wir uns das mal an. Was denn? Beim Story schreiben. Requiem for a Tower. War das nicht aus Herr der Ringe? Ja. Ich meine ja, aber haut mich nicht, ey. Ton 2. Oh, Final Fantasy Hits 2. Dreck kaufen. Dreck kaufen. Vielen lieben Dank. Schau mal wieder rein. Weil ich gesagt habe, nicht hauen. Ja, nicht hauen. Nein, nicht hauen. Ach so, Heidi, wir haben übrigens auch eine Twitter-Seite, der kannst du gerne folgen, da hauen wir auch immer raus, wenn wir streamen. Kannst du ja gerne mal folgen. Und wir haben eine YouTube-Seite. Einen Moment. Die wir mit großem Interesse verfolgen. Und auch liebevoll immer mit neuesten Videos füllen. Meistens aus den vergangenen Streams. Ansonsten gibt es da noch ein Offstream-Log vom Neo. Kannst du mal schauen, ist auch ganz cool. Würden wir uns freuen über Feedback. Und natürlich der beste Support, wenn es dir so gut gefällt, dass du deinen Freunden davon erzählen möchtest. Wäre natürlich auch eine coole Sache. Ein Königreich für genug der Werbung. Ja. Ihr braucht seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Oh mein Gott, ein Hund! Hm? Umbra! Umbra? Eine Lieferung?
guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Nocht? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Bald breche ich aus Tenebrae auf. Kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Wir haben uns vor kurzem in Somnia verlassen. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Gut. Ach, Lully ist ja auch noch da. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Da fahren wir auch gleich hin. Dauert noch einen Moment. Sein Kleiderschrank besteht aus hellen Schwarz und dunklen Schwarz. Sollte man das Fenster schließen. Ja, draußen. Morgen, ne? Morgen und übermorgen. Zumindest hier im NRW-Raum. Minus 10 Grad, ne? Zieht euch echt warm an. Zumindest hieß es das. Und ich meine, es war jetzt schon spiegelglatt draußen. Ja, dann guten Appetit gleich, Lubri. 2 bis 3 Betas. Ja, kannst du gerne machen. Klar. Wenn was für mich dabei ist, warum nicht? Einfach mal raushauen. Jetzt hat Neo die Frage nicht beantwortet. Ist das aus dem Herr der Ringe? Hier, Requiem Fall Tower. War das nicht so? Ach ja, genau. Jetzt müssen wir hier Kollege Bratwurst ansprechen. Hallöchen. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Nockt. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Nebenaufgaben. Eine Nebenaufgabe wurde aktiviert. Lege im Menü unter Aufgabe fest, welche Aufgabe du erledigen möchtest, um Zielort und Inhalt der Aufgabe zu verfolgen. Bams! Das weiß ich gerade selber nicht. Bei mir laufen epische Soundtracks. Wer es weiß, kann es mir gerne mal sagen. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich mitgekriegt habe. Zu lustig. 15 Minuten nach meinem hinteren Case-Lifter geguckt, warum der nicht dreht. Schups. Ich den anfunste. Oh! Du, das hatte ich damals mit meinem Rechner gehabt. Das lag aber daran, dass der Lüfter wohl nicht vernünftig verbaut war, beziehungsweise nicht vernünftig eingesteckt war. Irgendwann ging der einfach aus. Dadurch überhitzte der Rechner und ging natürlich in Not aus rein. Das ist krass. Und ja, in internationaler Version gibt es alles. Schreib's mir am besten privat, die Leute wissen gar nicht, wovon wir reden. Ganz böse Dinge, ganz geheime Sachen und so. So, Aufgaben. Machen wir natürlich die Nebenaufgaben, ne? Die nehmen wir natürlich mit. Wäre ja Quatsch, wenn wir alles nur durchrushen. Ist ja auch für mich nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Ich nehme natürlich alles zumindest so gut, wie es geht mit. Das gehört auch dazu, jetzt erstmal hier mit dem Kollegen zu quatschen. Hungrig vom Jagen? Genau, nochmal die Ortsinfos. Zu gucken, was es wo gibt. Refugien sind eingezeichnet. Da ist der Parkplatz. Da sind die Ortschaften. Und da sind die Fundorte. Okay. Speisekarte. Es gibt Jetties. Sieht aus wie so eine Limonade. Schütz vor Gift und Schütz vor Frosch. Kennys Fritten. LP Maximum plus 300.
Kennys Lachs. Vielleicht kocht dann nämlich der Ignis danach draus etwas. Beziehungsweise hat die Idee dafür. Guten Appetit. Oh, geil. Boah, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Ja, sollst du machen, Lubri. Ja, genau. Gina White. Gibt's die noch? Ja, Tatsache. Idee. Lachsteller à la Kenny. Knoblauch. Köstlich. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank. So. Ist etwas für euch dabei? Ja. Schatten aus den Schächten. Kann man nur nachts machen. Oh, sicher, ne? Das kann man tagsüber machen. Machen wir das, was man tagsüber machen kann. Dann machen wir gleich den Rest. Gute Wahl. Lol, Brother Lol. Hell, Lubri. Wir zählen auf euch. Lol, Mr. Potter. Hier soll irgendwo eine alte Mine sein. Die ist aber wirklich alt. Da wird schon seit Jahrzehnten nichts mehr abgebaut. Ich baue dich auch gleich ab, Kollege. Mann, wie das oh, lecker essen. Boah, die gönnen sich aber richtig, ne? Ich glaube, die haben hier Lachs, Lachs. Da, Lachs. Ach ja. Mit dem Radio interagieren. Zu Hause auf den Straßen der Welt. Königsöl. Wenn Ihr Auto auch etwas von der Reise haben will, Königsöl. Umrüstung und Wartung in jeder unserer Werkstattfilialen. Wo werden Sie auf Ihrer nächsten Reise nächtigen? Für eine außergewöhnliche Zeit besuchen Sie uns im Leville. Erstklassiger Service macht aus einer Reise ein unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns auf Ihre telefonische Reservierung. Hotel Leville, wo Urlaub ein Genuss ist. Wo du mich mal am Zucker lecken kannst. Ohne Witz! Man wird doch täglich von Werbung bombardiert. Das ist doch, weiß ich nicht. Einfach, oh, weiß ich nicht. So, Madame. Genau. Was hast du denn sonst noch so für uns? Ah, nehmen wir mal das Mehl mit. Einmal Wildzwiebel, einmal. Und das Anackfleisch. Einmal. Erstmal. Bis bald! Und Ignis? Was ist es? Was hast du? Jawohl! Mir ist ein Steak Sandwich. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, Baby, geil. Ein Steak Sandwich. Bah, herrlich. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Gehen wir! Einfach nur ein Sandwich. Nur Steak. Als Beilage Steak. Als Soße Steak. Und zum Nachtisch. Na? Oh. Wer rät's? Richtig, Pommes. Aber das erinnert mich irgendwie an die Sache, glaube ich, ne? SpongeBob war das, glaube ich, ne? Olaf. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Olaf? Olaf? Und das ist? Richtig. Genau. Günther. Olaf. Olaf? 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 Jeder Gefährte kann eine bestimmte Waffenart als Leben. Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Wie? Irgendwann schon. Aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Ach, Nocht! Jetzt tu doch nicht so, als wäre dir das alles egal. Eifersüchtig. So, bild dir mal bloß nichts ein. Hast du gerade echt drei Chinesen mit dem Kontrabass? Really? Really? Komm her! Bams, blocken, what? Parad-Kombo. Bam! Mega Miri C! Komm her!
mal parieren. Bam, zertrümmert. Oh, ein Megamerizohorn. Ignis, los! Bereit? Los, Lord! Okay! Zack, 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 zack. Bam! Noch ein Horn. Da krieg ich so ein Horn, wenn ich den sehe. Ich wollte ihn anwarpen, aber irgendwie wollte er nicht. Komm her! Vorsicht! Noch ein Horn. Kann ich eine Hornsammlung aufmachen? Mann. Okay. Komm. Gladio. Ab geht's. Und Bams. Zauberhaft. Boah, geil. Lebt ihr noch? Ja. Noctis? Gerade noch so. Ich glaube, Mina tritt in die Fußstapfen vom Hölli. Du vergambelst auch alles, ne? Warum ist es so plötzlich so still hier? Also ich habe hier kein absolutes Redeverbot ausgesprochen. Wisst ihr schon mal Bescheid? Oh! Ich brauche hier nur 10. Wofür brauchst du exakt 10? Das musst du mir erklären. Ah, und was haben wir hier? Schönes? Ein grünes Halsband. Der mit dem grünen Halsband. So, was haben wir denn? Bei mir kommt immer die Frage, how are you doing? Ja gut, bei mir ist das natürlich schlecht, weil ich halt keine Overlays und sowas hab, ne? Da kommt die Frage ja nicht mal durch. Machen wir Licht.